Ja, das sind nämlich an. Wunderbar. Wunderbar. Wo ist... 5 seconds remaining. Komm schon, draw. Your turn to pick. Argon Crusader, uncalibrated. 10 seconds remaining. So lächerlich. Ich wirklich wieder anfangen, offline zu spielen. Spectre. Noch ist keine Draw da. Noch. Noch. Sie brauchen noch. Your turn to pick. Bräuchte noch einen Tank. Tatsächlich, da fällt Draw schon mal raus. Möglich. Haskar Mitte ist eher unwahrscheinlich. Your turn to pick! Wer schreibt mir denn jetzt schon wieder? Ach mal. Warum schreibt Gose mir nochmal? Gesagt. Ich glaube, sie hätte Kunker allein so. Ja. Arsch, die Waldfee. Arsch, die Waldfee. Jetzt kommt ja wieder Death Analytics. Archon gar nicht so schlecht. Archon war den Berlin. Warding Slime. Viper auf der Offlane, okay. Zusammen mit Wind. Yes. Prepare for battle! Du hast schon selbst, Zeug selbst gekauft, okay. Ist auf jeden Fall ganz gut.
By my bones. Thank you. I am speechless. Yeah. 30 seconds to battle. Die waren. Oh, das sind 4 ranged. Naja. Kann ich auch genauso gut an dem predikten. Hab ja nichts zu verlieren. The battle begins! Oh, scheiße, ich bin. Okay, wäre weiter mir hinterhergegangen, wäre schlecht gewesen, aber. So, bleibe ich am Leben. Ansonsten hätte ich straight up einfach nur on my round. Teleportieren können, also. Naja. Here I come! Ja. Wir haben. Ich sehe. Yes. Dagger. And the blood spills. First blood. Yeah. With beam and beam. With vim and vigor. A twisted path. Ah, wenn ich nur. Oh ja. Jetzt hat er wieder zu viel Leben. Oh. Very fine. Forward. Where can it go? Ah, oh, shit. Yes. By my back. Das kommt dabei raus, wenn man einen Angriff versaut. On my round. Fuck! Diese Lineups. Viper ist in der Mitte tatsächlich. Okay. Ja gut. Jesus. Ich weiß nicht, dass wir Zeit haben, aber. With vim and vigor. Mal gucken, ob sie Wards haben. Haben wir nicht. Here I come! Clack your bones! Ich muss gucken, dass ich irgendwie den Eis reinkrieg. Ah, Dinge. By my bones! Hörst du mich? Come on, I'm under attack! Good, yeah! All's well. Yes. Oh. Forward. Lass mich nicht hier raus.
Oh Mensch, wie den Weg gehen, habe ich keinen. Very fine. On my round. A twisted path. Forward. Wow. All's well. Ich lauf dann einfach mal weiter, ne? On my round. Lauf dann mal weiter. With vim and vigor. Wort hin. Oh shit. No, very fine. What? Ich wollte schon sagen, wenn Dennis stirbt. What, ja? Weiß ich auch nicht. Den ersten Kill im Team. Okay. Hallo. Ja. Yes, indeed. Ich würde Haskell gern so keine verbraten, dass er nicht wieder aufsteht. By my bones. Aber a twisted killing spree. On my round. Yes. Wind ist nur so hart. Good, yeah. Dang it. With him and you. Chop. Very fine. Oha. Okay. 201. So fängt man an. Here I come. Level 6 bringt ihm aber nicht viel. Hornless. Ja, miserabel. Kannst du vielleicht für Gangs benutzen? By my bones. Möglichkeit. Your middle tower is under attack. With vim and vigor. Your middle tower is under attack. Yes, indeed. Okay. Oh, blocken. Okay, 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 okay. A twisted path. Ich gehe yes. Davon aus, dass er das gesehen hat. Für den Fall der Fälle, ne? Very fine. Catch. Ah,
mal sie kriegen. Falten. Okay. Zehn Sekunden, ne? Your top tower is under attack. Wow. Pass auf, Mann. What? Yeah. Your top tower is under attack. Oh, ja, ich. Dominating. Es klappt nicht. Da soll es hier. Here I come! Wen haben die da? Monkey? Oh, Yes. On my Mega kill! The heck? Das ist ein Original. What the heck? A twisted path. Good, yeah. Three on bot. Ooh. Da hat er einen Kurier vollgepackt. Wenn ich ihn jetzt überrasche. By my bones. Oh. Ja. Forward. Ich habe gestern Kingdom Come gespielt, ist noch nicht geändert. Das ist mein Fehler, ja. Das ist mein Fehler. Nur wieder vergesse ich das einfach, weil ich schon... Your bottom tower has fallen. Komm schon. Very fine. Yes. Das ist gut, ich weiß nicht, wie es genau jetzt in LoL mittlerweile ist. Ich habe auch kurz gespielt, aber ich keine 20 Spiele. Das Itemsystem ist ziemlich linear, soweit ich das eben mitbekommen habe. Dass man eigentlich immer dasselbe kauft. On my round. Ich meine, hier als Support kauft man auch oft dasselbe, aber das sind einfach so. Als das Core kann zum Beispiel Items variieren. Here I come. Ansonsten. Können wir den irgendwie killen? With Beam and Vigor. Eigentlich keinen Bock. Wow, wer hat mich da erwischt? Was? Forward! Shit. Oh, Mann! Mann. Ansonsten... Was gibt's noch für Unterschiede? Jungeln ist mittlerweile in Dota unmöglich.
auch nochmal. So eine Sache. Absolut keine Möglichkeit, wenige Möglichkeiten mit Sammeln zu spielen. Ansonsten. Yes. Scaling ist besser. Hm. Klar, Items sind. Yes. Da habe ich immer gedacht, wenn du von LOL kommst, musst du erstmal. Gift from the goddess. Ja, es kommt wahrscheinlich ein Orchid. Nehme ich mal an. Meistens so eine Sache, die ziemlich wehtut. Die Silence gibt extra Damage und du kriegst nochmal Damage, wenn der Orchid-Effekt abläuft. Eine ziemlich heftige Sache tatsächlich, ja, wenn man. Ja, dann darf man sich einfach nicht vor dem treffen lassen. Oder von irgendeinem. Es gibt eine komplette Kategorie mit Magie-Helden. Dann jetzt die Frage, welches von denen passen? Was? Ich bin. Oh, Monkey. Fuck. Okay. A twisted path. Radiant structures are Wow, 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 wow. Juggernaut solltest du eigentlich jeglichen Magic Damage abwenden können. Oder nicht jeglichen, aber das meiste. Weil er eben mit seiner Fähigkeit, mit seinem Spin. Magie immun wird. Ansonsten physischer Schaden wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber grundsätzlich nur wenige Helden, gegen die Juggernaut wirklich schwach ist. Von daher. Eigentlich ein bisschen unmöglich, dass man mit Juggernaut so Probleme bekommt. Warum? Okay, so kriegt man den auch nie, wa? Ach so, ja gut, das ist eben. Daran muss man sich gewöhnen. Das ist halt Dota. Au. Structures are fireproof. Shit, ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr, Mann. Ja, ich muss noch mal rauskriegen, ob ich das irgendwie. Ja, ich muss. Best play in the way, baby. Ich geh mal zurück. Theoretisch müsste es jetzt leiser sein, aber das letzte Mal hat die Einstellung nicht funktioniert. Das sollte eigentlich, aber. With Vim and Vigor. Naja. Ich bin tatsächlich nicht immer so. Was will.
all's well. Ah, mein Invis. On my round. Yes. Ich habe nicht genug Mana dafür. Yes, indeed. Definitiv nicht genug Mana. Ah, gut. Forward. Gut, dann funktioniert es tatsächlich. Es ist immer schwierig. Manche Spiele sind leise, manche sind laut. Ich selbst habe das Spiel tatsächlich eigentlich relativ laut. Gut, ja. Dang it. Yes. Damit ich eben Dinge auf der anderen Seite der Karte höre. Ich kann zwar sagen, das ist Cheaten, aber... Naja. Wieso? Behold. Very fine. Mann. Your bottom tower is under attack. Okay. Ich bin da für ein Score. Ich bin da vielleicht jetzt erst wahrscheinlich genug Mana, aber. With Beam and Vigor. Okay, das ist der Radiant. Mein Leben. Okay. Ah, ich sehe ein Hex. By my bones. Ich bin Crusader. Also eher im unteren Mittelfeld. Wow. Mann, warum habe ich meinen hier nicht? Ah, okay, ich hätte ihn nicht mehr gemacht. Aber grundsätzlich bin ich mittlerweile tatsächlich ziemlich zuversichtlich, dass ich eigentlich noch einen Rang höher sein müsste. Eigentlich. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also, ist halt nur, ich spiele hauptsächlich momentan Support, weil ich den auf Platin, Bishop auf Platin bekommen will. Aber naja. Nee, also es gibt. Mal kurz zeigen, hier sind die Ränge und ich bin halt Crusader ist dritter Rang, wenn du so Double willst. Kill. Very eigentlich müsste ich, vermute ich, ein bis zwei Ränge mindestens mal. Ja. Silber ist. Farben sind zählen in Dokumenten nicht wirklich. Geht, hier. Als ob ich den kriegen würde. I hope they learn something. Nee. Das sind Heldenlevel hier. Vom Aussehen her?
Naja, Silber ist das nicht, weil danach kommt ja dann noch. Here I come. Kommen ja noch fünf andere. Deswegen ist ein bisschen mit Farben ein bisschen schwer zu machen. Es sind zu viele Ränge dafür. Ah, endlich krieg ich Kohle. So. Mal sehen. Au. Oh. Da ist ein Viper. Shit. By my bones. Ja gut, vom System her. Scheint's doch. Ach, scheiße. Fuck me, ausgerechnet nicht mal wieder. Du Mist, bergauf, du Eumel. What the hell? Ja, das ist... Ja, bei uns heißen die Ränge eben anders. Das ist... Das ist halt... Naja. Andere Spiele, andere Systeme. Naja, gleiches System, andere Benennung. So. Ich sehe sowas von gar nichts. You know, I play more than one game on Witch Doctor. Radiant structures are fortified. Favorite customer. Attack. Ah, oh, er ist wahrscheinlich hier. Very fine. Okay. Jo, ist gut. Schick es wohin, Mann. Here I go. Ob die das nicht bemerken würden. Natürlich muss ich am Rand davon stehen. Oh, dass du noch genau Vision hast. Ja. Ja, ich kann. Versuchen wir alles zu erklären, Mann. Das sollte ich mittlerweile wissen. Würde mal behaupten. Technisches Wissen so 90%, 95%. Strategie, Taktik, was auch immer. Und tatsächlich technisches Können ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Aber naja. Your top tower is under attack. Gott, ja. All's well. By my bones. A twisted path. Very fine. Oh. So dramatisch ist das gar nicht. Ich meine, klar, man muss halt. Ja. Quasi von Anfang an fangen, aber. For what? So
so schwierig ist das dann auch nicht. Hauptsächlich ist halt das Problem, die Items, wenn man aus LOL kommt. Der hat... Wirklich... Meinst du, das hat jetzt noch einen Effekt? Mit Wim und Vigor! Was ich dann immer sage, ist, man sollte sich... Es gibt ja die Lernabteilung. Ich habe nur Sentries. Ich habe keinen... Und da kann man Items sich angucken. Und Effekte lesen, Geschichte dazu lesen, wie auch immer. Als ob ich die nicht benutzen würde. Haben wir noch nicht auf den Sack? Yes. Ja, das Tutorial ist es. Es erklärt einem die Basis schon ganz gut, würde ich behaupten. Das, ja. Ja. Leider. Ah, fuck. Wieso bin ich da? Mann. Das ist ja dann genau noch in der... Ach, der ist so ein Arsch. Ja, jedes Game hat Smurf und Booster und... Weiß ich nicht. Und letztlich hat Dota wahrscheinlich noch mehr als... andere Spiele, aber... Was zur Hölle? Mann! Anfänger oder was? Ja... ist tatsächlich ein recht anfängerunfreundliches Spiel, das muss man echt sagen. Das muss man schon sagen, aber mit der Zeit kommt das. Und am Anfang spielt man ja auch gegen entsprechend die Leute, die dann auf ähnlichem Könnensniveau sind. Von daher geht das. Weil ganz da, wo Anfänger sind, da sind kaum Smurfs oder Booster. Manchmal sind Downranker da, das ist echt ätzend. Downranks sind immer unglaublich ätzend. Aber... Oh, jetzt habe ich keine TP dabei. Your top tower is under attack. Yes. Sowieso nicht. Figure something out. Komm schon. Kill mal was. Forward. Okay. Access tot. More death. Two down. Silencer ist tot. Here I come. Spectre ist raus. Very oder war gar nicht im Kampf? I'm gonna jump in just to commit suicide. Oh, shit. With Vim and Vigor. Look at it go. Komm schon. Nicht viel machen.
bones. Your bottom tower is under attack. Fire! Your bottom tower has fallen. Ach, ich habe ja immer noch die Melody. Ich habe mein... Das ist Shadow-Amulett. Und wenn du das einsetzt, kannst du auf der Stelle Indis werden. Das ist eines der wenigen Indis... Ich glaube, von drei Indis... Vier Indis-Items. Das ist die Basis aller Indis-Items. Da geht man dann hier einfach Indis. Daraus kann man machen ein Glimmer Cape, da wird man kurz unsichtbar, dann ein Shadow Blade, da wird man länger unsichtbar. Here I come. Und ein Silver Edge, das ist nochmal ein Stück besser. Gibt einem noch Stats und so. Deswegen hat er mich nicht gesehen. Das ist dann... Kann man nur auf sehr wenigen Helden anwenden, wenn man wirklich statisch ist. Yes, indeed. Also, es ist... Yes. Gut, ja. Ja. Also, es gibt... Oh, wie viele gibt's? Dann kannst du auch Crystal Maiden noch machen. Ansonsten ist ein Shadow-Amulett ziemlich sinnlos, außer du wartest irgendwo auf jemanden, dass einer vorbeikommt. Komm schon. Okay. Das geht nicht wie geplant. Oh ja, das ist auch noch wunderbar. Oh, die ist low. Das ist die Frage. Hat keiner was zum Hinterherjumpen, ne? Klar, können wir mal machen. Das ist, ist kein Problem. Also wenn du grundsätzlich, wenn du anfangen willst, wie gesagt, wenn du da einfach mal die Items durchlesen, das hilft einem dann ganz gut. Ich meine, man hat ja auch Guides, die sind für den Anfang grundsolide. Tower has fallen. Mit denen kann man nichts falsch machen, wenn man so will. Von daher. Very fine. Grundlagen sind. Geht auf jeden Fall schwerer. Ich meine, wenn. Ich habe es mir auch selbst beigebracht, es hat auch ein bisschen gedauert. Aber wenn ich dann überlege, welchen Weg ich gegangen bin, ist das schon ein bisschen. Ich bin nämlich von Heroes of the Storms ohne Items über LOL dann zu Dota gekommen. Hab noch ein bisschen... Och, wie... Paragon habe ich zwischendurch gespielt. Was auch... Was ja nochmal eine ganz andere Variante ist, weil die Karte viel größer ist. Gott, ist die viel größer. Und... Ja, da gibt es dann ja noch so viel andere. Ja, ich weiß nicht, ich hab Paragon auch gespielt, als es rauskam. Geschlossen? Wie ist das geschlossen? Ich habe es am Anfang mal gespielt, als es noch gerade rausgekommen ist, würde ich mal behaupten. Yes, indeed.
Ansonsten, aber ich habe es auch nicht lange gespielt, weil mir das alles war halt nicht meins. Aber wie kommt das? Wie meinst du das mit? Das wieder beenden? Hast du wenig gespielt oder wie? Kann ich mir gut vorstellen, es war nicht so gut. Ich habe auch vielleicht ein Bücher, die bringen mir auch nichts mehr, aber. Naja. By my bones. Ja, ja, genau, das stimmt, die Karten waren das. Ja, ja. Da gab es diese Karten, die man einsetzen konnte, die man konnte halt für irgendwas kaufen. Stimmt ja. Das war so ein komisches System, ja. Genau das. Ich weiß aber nicht, wie das. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Oh, wichtig. Wind. Oh, nice. Ah, oh, schön, dass wir ihn jetzt haben. Auf geht's. Wir können Monkey King locker klein kriegen. Achso, Mana nochmal verteilen. Oh, tatsächlich wieder. Okay. Zu wenig Spieler. Natürlich auch mal was. Damit ist unbedingt. Oh Mann. Ah, ja, da lauf rein. Nice. Okay. Hä? What the fuck? Fire, you can't kill us. Andy's got no ults. What the fuck? Zwei wichtigen nochmal versorgen. Der Heal ist unschlagbar. Oder den meinst du dann in der Situation? Ja. Einzig ist, dass ich jetzt bald keinen Mana mehr habe. Kann man sich natürlich. War natürlich Overkill mit den Stuns. Wunderbar. Nochmal. Oh, er ist tatsächlich gestorben. Tatsächlich gestorben. Das ist ja krass. Ach, die Ingame, klar, die Ingame-Käufe. Ich meine, ist schon cool, dass sie das gemacht haben, dass sie es zurückerstattet haben. Das ist schon. Axe. Okay. 18. Das ist vor über einem Jahr schon. Krasse Nummer. Oh, ich habe 3 MVP-Votes, das heißt. Yes! Ah, ja. MVP, yes! In einem 8, 7, 24. Oh, wollen wir? 8, 7, 24.
Gut, ich hab's jetzt zwischendurch mit dem Heal gut, haben wir's gut nach vorne geschafft. Wie viel Heal hatte ich? Heal. Ja, nur 5000. Das ist ja ein bisschen lächerlich. Alles Paragon, echt? Ja, es hat auch nie irgendeinen Hype da drauf gegeben, ne? Ich meine, am Anfang, klar, neues Spiel. Ja, das Kartensystem war auch ein bisschen rigged und es war... Die Karten konnte man ja auch kaufen, also quasi Pay to Win. Und Pay to Win ist immer ein Problem. Ich meine... Klar, wenn du Hearthstone hast, dann hast du auch Pay to Win, aber da kannst du dich auch hochspielen. Bei Paragon hast du Pay to Win und du kannst nicht viel gegen tun, weil die Spielzeit, die du brauchst im Vergleich zu der Zeit, die du... Die Spielzeit, die du brauchst, um es aufs selbe Level zu kommen, war... Soweit ich mich erinnere, ziemlich abartig hoch. Also... Oh ja. Stats. Wo haben wir? Solo. Ich sag Solo. Hm. 23 nur gewonnen. Was ein Scheiß.